einmal vorne die Perücke ein bisschen festhalten, dass ich hinten ein bisschen mehr ziehen kann. Huch! So, darf ich einmal von vorne schauen. Und da entdeckte ich sie dann im Publikum und guckte sie so an und dachte, um Gottes Willen, die Frau, die sieht wirklich aus wie Angela Merkel. Und für mich war das zu dem Zeitpunkt wie ein Schlag ins Gesicht. Dieses Gesicht ist so einmalig, dass man eine Person solchen Aussehens nicht zweimal findet. Die Mundwinkel, der etwas leicht hängende Wangenbereich, der so ein bisschen an eine Bulldogge erinnert. Hi, grüß euch. Have a good day. Wenn mir Menschen sagen, dass ich spreche wie Bill Clinton, dass ich mich bewege wie Bill Clinton, dann sind das so Parallelen. Ich selbst habe das bemerkt bei meinen politischen Ansichten. Ich wusste, Saddam Hussein hat einen Doppelgänger. Also sozusagen, man arbeitet im Auftrag des Originals. Und plötzlich stand ich da im Regierungsviertel vor ungefähr 100 Leuten von der Energiewirtschaft und unterhielt mich über Energiepolitik. Das sind ja alles Amateure. Und dann muss man dann rauskitzeln. Also ich will da jetzt nicht groß angeben oder so, aber das haben mir ja auch andere gesagt. Was du daraus machst, ne? Du bist ein bekloppter Kerl. Ne? Es gab immer wieder Menschen, die wollten Autogramme von mir haben. Ich glaube, ich habe manchmal auch eine Kreditkartenrechnung mit Clinton unterschrieben. Okay, Bill, let's go. Mal ein bisschen zackig, meine Herren.